Das A-Team ist die Schnittstelle für regionale Jugendbeteiligung. Wir haben ja verschiedene Orte geschaffen, um Jugendliche abzuholen. Hinter uns sieht man den Moin, unseren mobilen Infokiosk, den Jugendclub, den Speicher. Der ist ja aus dem A-Team heraus entstanden. Wir haben jetzt im Werk 1 den KB1 als Jugendclub. Und beim Moin war es halt eben so, dass wir auch mobil in der Stadt unterwegs sein wollten. Eben, dass sich nicht alles nur auf die Raprika begrenzt, sondern dass man eben auch mal in die anderen Stadtteile fährt, um quasi dort die Jugend besser abholen zu können, wenn sie denn vielleicht nicht zu uns kommen können. Für den Austausch ist es unfassbar wichtig, Orte zu finden, an denen man zusammenkommen kann. Das A-Team ist ein Jugendbeteiligungsprojekt. Es geht darum, junge Menschen mit realer Politik in Kontakt zu bringen. Tatsächlich ist das aber gar nicht so leicht, denn es reicht nicht, Politiker und Politikerinnen einfach zu einem Diskussionsabend einzuladen. Erstmal müssen die jungen Menschen abgeholt werden. Uns ist es eben wichtig, ein Sprachrohr für die Jugend zu sein, dass wir eben schon probieren, regelmäßig die Jugend zu fragen, was sind denn ihre Wünsche oder was sind denn ihre Probleme, und eben dann mit diesen Ideen, Wünschen oder Problemen an die regionale Politik gehen, um hoffentlich da irgendwas verändern zu können. Heute beim Focus Festival haben wir einen neuen Infostand aufgebaut. Der wurde jetzt in den letzten 2 Wochen im Preparing Camp gebaut. Die Materialien wurden zusammengesucht. Grundsätzlich, wir sammeln die ganzen Informationen oder Anregungen, werten das Ganze aus, probieren es eben, manches kann man ja doch irgendwie zusammenfassen. Und dann ist es eben Ziel, irgendwie eine Diskussionsveranstaltung zu machen oder vielleicht auch mal einen Workshop, wo man eben auch Stadtpolitiker einlädt. Politische Bildung von den Menschen auszudenken, für die die Angebote sind, nennt man in der politischen Bildung Adressatinnenorientierung. Adressatinnenorientierung wird oft behauptet. In der Praxis ist das aber gar nicht so leicht, weil es Geduld und Übersetzungshilfe braucht, besonders wenn es darum geht, eine Brücke in die echte Politik zu bauen. Das A-Team hat schon öfter Aktionen gestartet, wo es mit Politikern Interviews geführt hat. Wir haben das auf kommunaler Ebene mit Bürgermeisterkandidaten. Wir haben das auf Bundesebene mit Bundeskandidaten für den Landkreis Görlitz. Haben wir verschiedene Interviews geführt, um eben mal direkt den Kontakt zu haben, zu, wie wir sie gerne nennen, die da oben. Genau, dass man eben sagt, okay, ich hole dich jetzt mal auf meine Stufe und wir reden jetzt hier mal auf Augenhöhe. Und ich denke, dadurch, dass die Themen, die wir mit ihnen besprechen, dass die uns direkt betreffen, stellen wir vielleicht Fragen manchmal noch mal ganz anders oder haken da noch mal intensiver nach. Also wenn da zum Beispiel eine Frage nur recht halbherzig beantwortet wird, ein Journalist kann das halt vielleicht trotzdem auch halbherzig abdrucken. Aber uns geht es ja um was. Also wir wollen ja dann am Ende ein Resultat daraus ziehen. Was man hier sieht, ist, dass mit dem Ausdruck Adressatinnenorientierung oder auf Augenhöhe sprechen nicht allein sprachliche Strategien gemeint sind. Wir sehen hier Spitzenpolitiker, die sich beim Kicker oder beim Computerspiel beweisen müssen. Wenn man skeptisch ist, könnte man sagen, was hat das überhaupt mit politischer Bildung zu tun? Aber wenn es um Augenhöhe geht und wenn das ernst gemeint ist, dann brauchen wir zunächst einmal so etwas wie eine gemeinsame Basis. Und auch das gehört zum Bildungsprozess dazu. Wenn wir solche Prozesse nicht ernst nehmen, dann kommt es schnell zu Scheinbeteiligung. Dann sprechen PolitikerInnen eben über das, was sie denken, was junge Menschen interessiert. Und junge Menschen stellen Fragen, von denen sie denken, dass man sie PolitikerInnen stellen kann. Das muss aber nicht das sein, was unter den Nägeln brennt. Wenn wir es schaffen, echte Begegnungen herzustellen, wie es dem A-Team gelingt, dann profitieren nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die PolitikerInnen. Dann haben wir eine echte Win-Win-Situation. Willkommen in der Speakers Corner. Ich bin Clara, bin 19 Jahre alt und ich bin seit 4 Jahren im A-Team. Was, denke ich, eben gerade so eine Besonderheit vom A-Team ist, ist eben, dass wir nicht irgendwie strukturell von irgendjemandem abhängig sind, der uns sagt, okay, hier, ich habe da irgendwie
gemerkt, das könnten Probleme sein. Betrifft es denn die Jugend? Wollt ihr da nicht mal irgendwas machen? Sondern das sind Sachen, die halt bei uns entstehen. Also es gibt niemanden, der uns da irgendwas vorgibt, was wir irgendwie vielleicht machen sollten, sondern das sind immer unsere eigenen Wünsche.